auch ein Stück weit Verständnis natürlich dafür, für Caso hat vor allem in den letzten Monaten, also vielleicht auch mit dem, dass wir in die Bundesliga aufgestiegen sind, mit seiner Verletzung gleich zu Beginn einen unglücklichen Start gehabt in seine Bundesliga-Karriere. Und hat dann eben auch aufgrund dessen, weil der Kader sehr, sehr ausgeglichen war, weniger Spielzeiten bekommen. Ein Spieler, der großes technisches Niveau hat, trotzdem bei uns eben nicht so zum Zug gekommen ist. Deswegen habe ich auch Verständnis dafür, dass er für sich entscheidet, dass er woanders versucht, mehr Spielzeit zu bekommen. Und es ist für uns sportlich nachvollziehbar. Menschlich wird er uns fehlen. Ein klasse Junge, ein Spieler, auf den man sich eigentlich immer verlassen konnte, der nie Probleme gemacht hat. Wir wünschen ihm natürlich das Beste.